Guckt mal, Leute, wen ich da beschworen habe. Ja, das muss ich jetzt einfach mal kurz zeigen, bevor ich mit Mission 100 weitermache. Ich habe den roten Shenlong gerufen. Wie man ihn bekommt, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, einfach Zufall. Aber wir dürfen uns sehr schöne Sachen von ihm wünschen. Zum einen 50.000 Z-Punkte. Zum anderen aber, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, Chi-Chi. Ja, wir dürfen uns als spielbaren Charakter Chi-Chi wünschen. Und das werde ich auch einfach mal tun. Das ist, glaube ich, das Beste. Genau, ra-ra. Leb wohl, roter Shenlong. Ah, also habt ihr ihn auch mal gesehen? Wie gesagt, ich weiß nicht, unter was für Bedingungen er kommt. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Oder wechseln sich die drei Drachen vielleicht sogar ab? Egal, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, das war der rote Shenlong. Wir haben Chi-Chi als spielbaren Charakter. Und, ja, wir können wieder in die Mission 100 gehen. Und da fällt mir was ein. Aber wir gehen erstmal rein wieder. Ultimativer Blö. Genau. So. Da fällt mir nämlich was ein. Unsere nächste Mission, die lautet ja. Moment. Hier, Patriotenjunge. Wie wäre es, wenn wir gegen die Patriotenjungs, Yajirobe, Tenshinhan und Son Goku, mal mit Patriotenmädels kämpfen? Patriotenjungs gegen Patriotenmädchen. Da könnte ich nämlich jetzt einfach mal Chi-Chi auswählen und euch mal zeigen. Da haben wir sie. Hallo Chi-Chi. Wen können wir noch nehmen? Können wir überlegen, Arale vielleicht? Oder. Oder wie wär's mit Pan? Ja, wir nehmen mal Pan. Wo war Pan nochmal? Pan! Da bist du, Pan. Das wäre doch eine schöne Idee. Haha! So, los geht's, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Mitten im Kampf hat versehentlich die Aufnahme ein bisschen früher, ein bisschen zu spät gestartet. Wir legen los mit Chi-Chi gegen Yajirobe. Ich habe nochmal einen Cut gemacht, weil mir ist aufgefallen, mit den beiden hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Chance, weil die. Ich musste sie erstmal. Oh mein Gott! Ein bisschen aufpimpen. Ich habe Chi-Chi und Pan jetzt mal ein paar Z-Objekte gegeben, damit wir hier überhaupt eine Chance haben. Andere Art und Weise den Kampf anzugehen, wäre Blödsinn gewesen. So, okay. Es geht gegen Yajirobe und das hier ist Chi-Chi, Leute. Als kleines Mädchen. Holla die Waldfee. Was für ein Outfit. Aber egal. Macht er. Dumm gelaufen, Yajirobe. So. Ah, die gute alte Chi-Chi, die hat's drauf. Kapames. Oh. Haben wir ihn gegen den Brunnen gehauen gerade? Und jetzt das hier! Finisher! Finisher! Das müsste es sogar schon gewesen sein für Yajirobe. Ja, das war's für Yajirobe. Girl Power, leg dich niemals mit den Mädels an. Das hast du jetzt davon, Yajirobe, das weiß man doch. Yatien Time! Böser! Nein, der Tenshin! Han! Grüß Gott, ich bin der Tenshinhans. So. Ich bin der Tenshinhans und ich. Okay, lassen wir das. Ja. So. Ja, sein bürgerlicher Name ist eigentlich Hans Tenshin. Ja, genau. Warum nicht? Der Tenshinhans. So. Alter. Geh mir nicht auf die Eier! Ja! Wobei, Chi-Chi hat ja keine. Tschüss! Don't touch me! Sehr gut, Chi-Chi. Sehr gut. Und jetzt zeige ich dir. Oh! Ah, verdammt! Gut, dass das noch hingehauen hat. Ja! Vorsicht, Tien-Time! Und? Alter, hör auf! Das kann doch nicht. Was machst du denn? Hör auf, Tenshinhan! Oh, oh, oh! Oh! Gut, dass ich da ausweichen kann.
Ah. Muss, jetzt habe ich ihn aus dem Visier ver... Ah, da ist er wieder. Okay. Den Sheenhorns, was machst du dem? Ah. Okay, los geht's. Chi-Chi. Frauenpower! Ja, Chen Shinhan, gegen Frauenpower hast du nichts, hast du nichts entgegenzusetzen. My turn, my turn! Oh, mit Kamehameha natürlich. Und das gegen deine zukünftige. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Nimm dies! Ah, oh, schade, dass das nicht funktioniert hat. Ich hätte gerne mal Son Goku Son Goku angreifen sehen. Aber egal. Ja. 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 Ach. Ah. Komm her! Oh, fuck. Ich glaube, das wird nicht gut. Jetzt sind wir doch ganz schön im Hintertreffen. Na los, Chi-Chi! Zeig ihm, wo der Hammer hängt! Ah. Zwei Charaktere, die nicht fliegen können, liefern sich einen Luftkampf. Das ist doch genial. Oh, oh. Na, ah, er hat seine Abwehrkraft verstärkt. Egal! Nimm die wilde Jungfrau hier, sozusagen. Nicht falsch verstehen. So, auf geht's, Son Goku. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht so schwer sein, diesen Finisher anzubringen. Ich werd bekloppt. Alter. Son Goku, du gehst mir auf die Nerven. Nein. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So, Schluss jetzt. Nimm. Ja. Nimm die Macht von... Hörst du jetzt auf, Son Goku? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nimm das! Und den Finisher. Jetzt muss es hinhauen. Das wird gut, Leute. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Chi-Chi. Okay, Pan. Oh nein! 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 Ah. Ah. Das kann doch nicht. Du bist doch ein Penner. Unglaublich. Das lief er jetzt mal beschießen. Egal. Pan wird dich trotzdem besiegen. Son Goku. Oh ja! Fuck, 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 fuck! Ach gut. Und das Kamehameha. Oh, sehr gut. Was los? Ja, egal. Jedenfalls haben wir gewonnen. Frauenpower hat gegen die Patrioten-Jungs gewonnen. Wunderbar. Du sagst es, die 17. Die haben sich von kleinen Mädchen verprügeln lassen. Na dann. Ah, sehr gut. Gut. Nach einem kleinen Cut gehen wir den nächsten Kampf an. Cells Belagerung. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ah, wen nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, da greife ich mal auf meine Charaktere zurück, die schon Z-Objekte haben. Ah, der hat 8. 8 Z-Punkte, das ist nicht so gut. Dann nehmen wir doch den normalen Son Goku. Yamchu? Hallo Yamchu an der Stelle. Ja, Yamchu hatte noch Z-Objekte drin. Den werde ich mal nur nehmen. Da werde ich lieber mal auf mein Dream Team setzen bei 5 Kämpfern. Also sprich auf die, die wirklich gut mit Z-Punkten ausgerüstet sind, mit denen ich auch halbwegs kämpfen kann. Und dann noch Bardock. Bardock nehmen wir noch, genau. Dann kommen wir auch exakt auf 15 Z-Punkte. Und dann sollte das hinhauen. Das sollte hinhauen. Obwohl ich jetzt natürlich auf Qualität und nicht auf Quantität setze. Ein vierter Charakter gegen 5 Gegner wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Wir werden gleich sehen, ob sie es recht oder nicht. Okay. Let's do this! Let's do this. I sure hope you're ready. Okay. Piccolo, der Super Namekiana wird jetzt fertig gemacht. Oh ja. Piccolo!
Oh, Piccolo! Verdammt! Oh! So viel aufeinanderprallen. Gut, dass ich das noch geschafft habe. Sehr gut. Okay. So. Und weg mit dir. Verdammt. Lass mich nicht lässig wegkicken, du verdammter Penner. Der lässt... Au. Okay. Okay. Dann nimmst du eben das. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Prima. Und das war's. So, der Grünling wäre besiegt. Jetzt geht es. Gegen Trunks. Hussa! Oh, ich habe versehentlich Teleportation eingesetzt. Das konnte nicht funktionieren. Ah. Gut, Trunks. Okay. Hussa! Nein! Nein, nicht nachsetzen! Nicht nachsetzen! Nein! Oh, verdammt. Was zum... Was ist denn mit... Also... Nein! Was war denn mit dem los? Wieso war der Kerl so wahnsinnig stark? Ja, Wolfs... Und Wolfstechnik? Ja, Wolfskamehameha. Und jetzt aber die Wolfstechnik. Oh! Ausweichen, ausweichen! Konnte ich nicht mehr. Jetzt aber. Erstmal ein kleines Polster arbeiten, weil sonst wird das jetzt übel. Ich muss noch gegen 4 Kämpfer antreten. Ich habe danach nur noch Bardock. Yamchu, du musst das hier irgendwie richten. Ich glaube an dich. Hallo, Yamchu. Na los. Kugelblitz-Torpedo. Das war gut. Oh, perfekt. Endlich mal ein Volltreffer. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Sehr gut. Und? Ah, verdammt. Nachsetzen, 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 nachsetzen. Und Trunks ist besiegt. Und jetzt kommt... Hallo, Krillin. Jetzt werden wir klären, wer hier der Bessere ist. Perfekt. Gut gemacht, Yamchu. Und jetzt noch ein Kamehameha. Wie wär's denn? Sehr gut. Bisschen Schaden ihm noch zufügen. Ha, nimm meins. Ah, na toll. Ah. Und nachsetzen. Krillin hat keine Chance gegen Yam. Fuck. Chu. Alter. Du solltest Yamchu niemals sauer machen. Sonst wirft er dir einen Kugelblitz um die Ohr. Au. Oh, oh, keine, 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 keine. Das ging in die Hose. Oh, weia. Wer hätte gedacht, dass das so spannend wird zwischen den beiden? In Ordnung, Wolfstechnik. Und tschüss. Nachsetzen und das war's. Yamchu hat auch den zweiten Gegner besiegt. Aber es sind immer noch 2 übrig. Vegeta! Oh nein. Er will die Niederlage von Trunks rächen. Ich seh's kommen. Das muss ich verhindern! Verdammt, er ist auch ausgewichen. Ha! Autschi. Lass das. Es fällt dir ein. Gut, schöner Treffer. Nochmal ordentlich Energie ihm abnehmen. Nach Möglichkeit. Nicht, dass es hier Probleme gibt. Weil Bardock muss danach ja schließlich sich noch einem vollen Gegner stellen. Wir wollen Bardock ja mal nicht ganz vor so schwierige Aufgaben stellen. Komm! Yamchu, komm, lad dich. Ach, so ein Mist. Oh nein!
Ach Gott, dammit, Yamchu. Nimm dies! Rache für Yamchu! Das gibt Ärger! Und es kommt noch härter! Bardock will über die Erde regieren und seinen eigenen... Ach, egal. Vegeta! Nimm dies! Sehr gut. Ja, mit Bardock läuft das. Mit Bardock läuft das einfach. Ah! Gott, nein! So ein Mist! Ich hab zu spät angefangen. Und danach die Kurve nicht mehr gekriegt. Wie waren das jetzt? 20 Treffer? Keine Ahnung. Egal. So. Wer ist der Letzte? Wer war das nochmal? Ach, richtig! Oh, nicht der Kleine! Das wird spannend. So habe ich sie nicht. Aber damit. Gut, dass ich das abwehren konnte. Bardock, weiter geht's. Nachsetzen. Oh, wie ich den Kleinen hasse. Ja, der macht auch voll Energiegespamme. Voll lame und so. Dann kann ich das auch. Gut, ich mache diesen Kampf ja schon die ganze Zeit, aber auch nur, weil das mit Son Goku gegen Trunks so übel gelaufen ist. Sonst hätte ich das vielleicht gar nicht so nötig gehabt. Also, beim nächsten Mal weiß ich, bei 5 Gegnern ist Quantität vielleicht doch besser als Qualität. Vielleicht hätte ich doch noch einen 4. Charakter wählen müssen. Egal. War ja von den Z-Punkten her halt nicht möglich. So. So, was nehmen wir? Wilder Sinn, warum nicht? Ja klar, warum mache ich denn den wilden Sinn nicht? Das hätte mir hier schon Vorteile gegeben. Ja, sehr gut. Jetzt können wir ihn doch mal ein bisschen im Nahkampf bearbeiten. Oh, sehr gut. Wir machen richtig viel Schaden gerade. Und wilder Sinn. Und weiter geht's. Und da. Nein, nein. Egal. Oh. Wow. Eigentlich. So. Nochmal wilder Sinn. Das sollten wir doch jetzt schaffen. Und das war's. Richtig gut. Na, natürlich, Bardock. Daran würden wir doch niemals zweifeln. Niemals. Nein. That was a pretty interesting show. Du sagst es. Prima, Leute. Damit haben wir zwei weitere... Oh, sogar einen A-Rang. Und über... Naja, fast 5000 Z-Punkte. Ich habe ja alle verbraucht, mehr oder weniger. Ja, als nächstes steht an. Der Held ist gekommen. Ja, warum nicht? Besiege die Gegner mit zwei Kämpfern. Den großen Saiyaman, der große Saiyafrau und, so einen komischen kleinen Bengel. Und die verprügeln wir im nächsten Part. Bis dann!